Herzlich willkommen, ich bin Wolf Fuß. Ebenfalls anwesend ist Hansi Küpper. Hallo Wolf, ich freue mich hier zu sein. So wird die Aufstellung der beiden Teams aussehen. Also Hansi, sag uns kurz deine Meinung zu dem Spiel, bevor wir zum Anschluss kommen. Ja, ich glaube, es wird vom ersten Moment an ein hochintensives Spiel, weil beide Mannschaften können eigentlich nicht verhalten spielen. Das Spiel ist angepfiffen. Gelson Fernandes. Durch die Abwehr. Abgewehrt. Und einfach weit weg. Und bitte. Der ist drin. Oh nein, die Fahne des Linienrichters ist oben. Der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden. Das Tor zählt also nicht. Und ich verstehe, dass auch das Teile des Publikums jetzt pfeifen. Wenngleich ich sagen muss, die Entscheidung war korrekt. Nur sie kam vielleicht ein bisschen spät. Das gibt Einwurf. ...15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Der Angriff galt nicht dem Ball. Klare Sache. Freistoß. Weiß nicht, ob das so gewollt war. Er dribbelt weiter. Der Ball kommt in den 16er. Faust vor und weg damit. Mit dieser Ecke haben sie eine gute Torchance. Und die Flanke. Und die Möglichkeit. So viel Platz in der Mitte. Da sieht man mal wieder, wie konterstark diese Truppe ist. Und mit etwas Glück hätten sie das Tor auch gemacht. Gut gekontert, nicht gut genug abgeschlossen. Knappe halbe Stunde gespielt. Gutes Stellungsspiel. Er steckt ihn durch. Gelson Fernandes. Das kann interessant werden. Und er spielt den Ball da raus. Gut abgewehrt, diese Flanke. Hier ist Sackgasse. Das ist schulmäßig. Das könnte was werden. Oh mein Haar, wäre das richtig teuer geworden. Das Einzige, was fehlte, war das Tor. Es war ein klasse Schuss nach prima Balleroberung. Versucht ihn da durchzuspielen. Abseits, klare Sache. Die Fahne ist oben. Es gibt Freistoß für die andere Mannschaft.
Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Und damit pfeift der Schiedsrichter die ersten 45 Minuten ab. Die Statistik sagt doch alles aus. Der Gegner hat nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Sie stehen hinten super kompakt und sie arbeiten richtig gut im defensiven Mittelfeld. Keine Tore bis hierhin, 0:0 und die Entscheidung wartet in den zweiten 45 Minuten. Direkt vors Tor. Warum einfach auch immer hinten rausgehauen. Sobald sie zum Abschluss kommen müssen, fehlt ihnen der Mut. Jetzt geht er durch. Was macht er? Saubere Annahme. Gutes Zuspiel mit viel Übersicht. Der Ball fliegt in Richtung Zentrum. Die Flanke ist keine Gefahr. Und damit bleibt es kribbelig. Versucht die Gasse zu finden. So eine großartige Gelegenheit und so kläglich vergeben. Und Flankenwechsel. Der Befreiungsschlag war deutlich zu kurz. Probiert's! Ja, da stand er hinter dem letzten Verteidiger. Und auch wenn es hart ist, das war abseits. Gutes Auge des Assistenten. Noch 15 Minuten zu gehen. So geht schnelles Kurzpassspiel. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Den will er jetzt. Er sitzt. Ist das schon so etwas wie eine Vorentscheidung? Das ist der nackte Wahnsinn. Das ist der Last-Minute-Treffer. Das muss der Sieg sein. Warum, bitteschön, und das ist die Schlüsselfrage, fühlt sich niemand für ihn zuständig? Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Das späte Tor, die späte Führung und jetzt natürlich die Schlüsselfrage. Kann der Gegner in dieser Situation, in diesem Schockzustand nochmal zurückschlagen? Da ist kein Durchkommen. Versucht die Gasse zu finden. Sie wollen die Ecke und sie bekommen die Ecke. Versucht ihn dahin zu spielen. Und das war's. Die 90 Minuten sind um. In den Gesichtern der Spieler kann man erkennen, wie wichtig dieser Sieg war. Es war ein hart umkämpftes Spiel.